Hallo zusammen, heute zeigen wir euch in einem Zweiteiler, wie man am besten ein Aquarellporträt zeichnet. Und Teil 1 heute geht es um die Vorskizze und Tipps dazu natürlich in unserem aktuellen Buch Genial Zeichnen Porträt. Und schaut immer wieder auf unserem Instagram-Kanal, da gibt es auch ganz viele brauchbare Tipps rund ums Zeichnen. Und hier geht es auch schon sofort los. Wir nehmen ein Blatt Aquarellpapier zur Hand und machen mit einem Pastellstift die grobe Vorskizze. Da passen wir darauf auf, dass wir uns an den Proportionen ausrichten. Natürlich, wie sind die Abstände zu Augen, zur Nase, Kopfform und so weiter. Das sind aber alles Tipps, die ihr bei uns auch im Kurs lernen könnt, im Online-Kurs oder vor Ort, wie ihr möchtet. Schaut einfach auf akademiehoh.de oder onlinekurse.akademiehoh.de. Und hier geht es auch schon sofort los mit der Ausarbeitung der Skizze. Wir schauen, dass die Skizze sehr locker bleibt. Das ist wichtig, bevor wir dann ins Detail gehen. So, und dann geht es hier ums Haar. Wir sehen jetzt hier die Form der Nase, die ein bisschen so die Lippen, der Lippenbereich wird ein bisschen aufgezeichnet. Und all das sind dann so Kleinigkeiten, die dann wichtig sind, um das Ganze dann auszuarbeiten. Und auch hier natürlich ganz locker das Haar. Es gibt viele Möglichkeiten, das Ganze vorzuzeichnen mit einem Fineliner, der nicht verwischt, wenn man mit Aquarell drüber geht, aber auch genauso mit verschiedenen leichten, härteren Bleistiften. Nicht zu weich, dann verschmiert es natürlich. Oder ihr nehmt einen Aquarell- oder einen Pastellstift, wie wir das jetzt hier machen. Und dann bleibt die Farbe auch bestehen. Es sei denn, es ist gewünscht, dass es verwischt. Diese Möglichkeit gibt es auch. Dann könnt ihr das natürlich auch so machen. So, und hier sieht man es schon. Bei der Technik wir setzen uns noch mal mit den Augen auseinander, die Pupillen werden ausgearbeitet und unten offen gelassen, das ist ganz wichtig, weil dann schließt das ganze Porträt natürlich dort ab und mit lockeren Strichen erarbeiten wir uns das Ganze mal hier so ein bisschen vor. Also auch hier der Schnurrbart ein bisschen. Besonders ist darauf zu achten, dass der Strich einfach locker ist. Also ihr kennt es wahrscheinlich aus unseren Videos und auch aus unseren Kursen vor Ort. Wir verzichten gänzlich auf das Radieren, es sei denn, es ist eine Vorskizze und darüber wird dann vielleicht ein Feiner oder ein Kugelschreiber drüber gesetzt, aber am besten ist es, wenn man verzichtet wirklich komplett drauf, weil dann ist das Skizzieren einfach deutlich leichter. Man hat die Problematik damit eigentlich nicht. Muss nicht irgendwie sich immer wieder an besserem und perfektem Strich orientieren. Das gibt es nicht, das braucht ihr auch nicht. Deshalb einfach entspannt skizzieren. So, und hier geht es auch schon zum Bart. Der wird auch hier ganz leicht angedeutet. Hier machen wir dann noch so ein bisschen das Haar, ganz locker immer aus dem Handgelenk. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Skizze auch gut funktioniert.
hier nochmal das Haar ausgearbeitet, hier ein bisschen vorgelegt. Immer wellig arbeiten. Denkt dran, das Haar ist jetzt kein Tisch, keine Tischkante, die sehr hart ist. Es ist immer sehr, ja, locker eigentlich auf dem Kopf liegend. Und das ist wichtig, dass das auch zur Geltung kommt. So, und hier nochmal die kleinen Details. Natürlich die Iris auch zu sehen. Und das, was ihr im zweiten Teil, den wir morgen euch dann zeigen, ausarbeiten werden, ist das Ganze farblich mit Aquarell. Schaut gerne natürlich vorbei. Wir freuen uns, wenn wir euch das mal zeigen können. Ihr habt die Möglichkeit, bis dahin einfach mal jetzt zu üben. Vielleicht das genau das gleiche Motiv. Und wir zeigen euch, wie wir das dann ausarbeiten. So, hier auch. So, die das Haar ganz leicht, und das ist dann fertig. Das ist die Vorlage. Und ja, schaut auch gerne unter onlinekurse.akademieho.de. Da findet ihr auch Online-Kurse zu dem Thema. Und ansonsten natürlich gerne in unseren Kursen fort. So, und so geht es dann weiter. Das ist das Motiv, was wir dann morgen mit Aquarellfarbe für euch ausarbeiten. Freut euch, schaut auf jeden Fall morgen vorbei. Und natürlich viel Spaß beim Üben. Bis dahin.